So, ich möchte heute mal demonstrieren, wie GeoGebra 5.0 funktionieren wird, so in etwa. Und zwar geht es vor allem um die 3D-Version oder um die 3D-Fähigkeiten von GeoGebra 5.0. Zunächst mal ganz klar, GeoGebra 5.0 ist noch in Entwicklung. Das heißt, es gibt noch nicht alles, was wahrscheinlich gewünscht sein wird in dem Zusammenhang. Auf der anderen Seite hat die 3D-Version von GeoGebra meiner Meinung nach schon mehr Fähigkeiten als jedes andere 3D-Programm, mit dem man Vektorrechnung betreiben kann. Sie kommen an die Version zum Beispiel, indem Sie auf die Homepage von GeoGebra gehen. Also man muss eingeben geogebra.org und landet dann auf dieser Startseite. Und man kommt zum Beispiel hier über den Projektplan. Und dann etwas weiter nach unten im Bereich Future auf diesen Link. Dann landet man im Forum. Man kann also auch direkt vom Forum hier reinkommen. Und da gibt es dann in dem Begrüßungseintrag zu dem Testforum zu der Version GeoGebra 5.0 auch einen Link. You can run the GeoGebra 5.0 Beta Version directly here, also man klickt drauf. Was gemacht wird, ist, dass eine Webstart-Datei, das ist dieses JNLP, aufgerufen wird und die müssen Sie mit dem Java Webstart Launcher ausführen. Es wird dann die GeoGebra 5.0 Version heruntergeladen. Da ich sie vor kurzem erst schon gestartet habe, geht das jetzt relativ schnell bei mir, vermutlich. Na hier. Und sonst dauert es immer ein wenig, bis die Dateien heruntergeladen sind. So, das ist jetzt GeoGebra 5.0. Sieht den alten Versionen durchaus ähnlich. Was man noch wissen muss, es gibt ein paar Änderungen, die GeoGebra 5.0 von der aktuellen Version 4.0 unterscheiden. Nämlich, es steckt noch eine Entwicklungsstation dazwischen, die 4.2, und die enthält ein paar Dinge, die noch nicht so richtig fertig implementiert sind. Hier gibt es zum Beispiel noch eine Seitenleiste, die hin und wieder mal erscheint. Aber die müssen Sie nicht beachten. Uns geht es jetzt um die 3D-Ansicht, und deshalb schalte ich das mal hier an. So, man sieht hier ein 3D-Koordinatensystem. Ich vergrößere es einfach mal auf Bildschirmgröße, damit wir mehr davon haben. So, das Erste, was wir machen, ist, ich zeige Ihnen mal, wie ich diese Ansicht hier bedienen kann. Und zwar, das 3D-Koordinatensystem ist also beweglich. Zunächst mal gibt es zwei Möglichkeiten, die Ansicht zu verändern. Das eine ist, ich nutze das Werkzeug hier oben. Klicke es also an und kann dann mit der linken Maustaste irgendwo festhalten und das Ganze drehen in beliebige Richtung. Alternativ, wenn ich auch zum Beispiel das Bewegewerkzeug aktiviert habe, ich nutze einfach die rechte Maustaste und halte damit fest und kann es dann ganz genauso bewegen. Was wie in den anderen Versionen von GeoGebra funktioniert, ist der Zoom. Das heißt, ich kann zum Beispiel mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Außerdem kann ich die ganze Ansicht noch verschieben. Das geht hier, wenn kein spezielles Werkzeug aktiviert ist, auch. Und zwar mit Hilfe des mittleren Knopfes. Das ist also meistens das Mausrad, das gedrückt werden muss. Dann erscheint auch hier eine spezielle Ansicht für den Cursor. Wenn ich übrigens jetzt nochmal klicke, dann ändert sich das Ganze und ich kann das Koordinatensystem in der Höhe verschieben. Nochmal klicken, beim nächsten Mal wieder. Dazu gibt es, glaube ich, auch hier entsprechende Werkzeug, das ich verschieben kann, beziehungsweise einmal klicken, in der Höhe verschieben. So, um noch ein bisschen die Bedienung zu verdeutlichen, möchte ich mal eine Pyramide zeichnen. Zunächst mal wähle ich also das Punktwerkzeug. Man sieht, dass der Cursor
beziehungsweise die Spitze meines Mauszeigers eine andere Form bekommt, nämlich in Form eines Kreuzes. Dieses Kreuzes passt sich von der Lage her etwas an. Wenn ich es von der Seite betrachte, sieht es anders aus als von oben. Damit soll also auch verdeutlicht werden, wenn ich eben dann mal eine Fläche da habe, dass ich auf der richtigen Fläche bin. Generell, wenn ich einen Punkt einfach so frei einzeichne, wird immer auf die XY-Ebene, XY-Ebene, also hier in diesem Fall, wo ich das Gitter habe, gezeichnet. Und zwar nur eben auf dieses Gitter. Wenn ich es woanders hin haben will, also den Punkt, dann kann ich ihn entweder eingeben von Hand, hier, indem ich einen Punkt eintippe, also die Koordinaten von einem Punkt, zum Beispiel Punkt D ist gleich 1,2,3. Ich drücke die Return-Taste und dann wurde der Punkt D auch gezeichnet, hier jetzt oben. So, wenn man das Ganze mal von oben betrachtet, dann kann man die Position der Punkte auch einigermaßen erkennen. So, bevor ich jetzt gleich eine Pyramide einzeichne, möchte ich noch etwas zeigen, und zwar eine wichtige Sache, die es inzwischen auch in der Version 4.0 schon gibt, nämlich die Gestaltungsleiste. Und zwar hat die Gestaltungsleiste unter anderem die Funktion, dass ich bestimmte Einstellungen etwas schneller vornehmen kann. Und dazu gehört es auch, hier bei der 3D-Version das Koordinatensystem nicht nur zu verändern, sondern auch die perspektivischen Möglichkeiten zu verändern. Ich zeige mal kurz hier, da gibt es eine Auswahlmöglichkeit. Und zwar habe ich momentan eine isometrische Darstellung. Ich kann aber es auch perspektivisch darstellen lassen. Man sieht ja auch sehr schön dann den Unterschied, ob ich von oben auf ein Gitter gucke, auf das Koordinatengitter oder von unten. Es gibt eine Darstellung in, ich bin mir nicht sicher, welche Perspektive, die ich allerdings nicht so sehr mag. Und für die perspektivische Darstellung gibt es noch die Möglichkeit, eine sogenannte Anaglyphen 3D-Brille zu verwenden, wo ich also mit Hilfe so einer Rot-Cyan- oder Rot-Blau-Brille das Ganze dann wirklich dreidimensional sehen kann. Da Sie vermutlich keine gerade an der Hand haben, schalte ich mal wieder auf Normalperspektive um. So, dann gibt es hier auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel den Ansicht ändere, und zwar gibt es hier die drei Varianten, also quasi aus X-Richtung, in Y-Richtung, beziehungsweise wenn ich nochmal klicke, aus der anderen Richtung oder Z-Richtung, beziehungsweise von unten Z-Richtung, beziehungsweise die Standardansicht. Dass das jetzt nicht genau in Z-Richtung ausgerichtet war, dass also ich die Z-Achse jetzt nicht nur als Punkt gesehen habe, das liegt eben daran, dass das Ganze perspektivisch ist. Ich kann, wenn ich wirklich etwas von oben sehen will, dann eher auf die isometrische Darstellung gehen. Und dann kann ich dann, wenn ich das jetzt mache, also wirklich direkt von oben drauf schauen auf meine Ansicht. Man muss es sich eben also anpassen, wie man das Ganze haben möchte. So, gehen wir mal wieder zurück in die perspektivische Darstellung in Startansicht. So, jetzt möchte ich also eine Pyramide zeichnen. Es gibt für die Pyramiden leider noch keinen Knopf hier oben. Das ist im Prinzip kein großes Problem. Wir geben es mal hier unten ein. Und der Befehl Pyramide ist auch schon bekannt. Ich muss ein paar 3D-Punkte angeben. Es ist nicht festgelegt. Ich kann sowohl Pyramide mit dreiseitigem Grundfläche oder auch vier oder was auch immer für eine Fläche verwenden. Ich habe jetzt hier unten die Punkte A, B, C und die Spitze könnte das D sein. Dann probieren wir das mal aus. A, B, C,
und jetzt einfach D, das ist dann eben die Spitze. Also der letzte Punkt bei diesem Pyramidenbefehl ist immer die Spitze. Ja, ein kleiner Hinweis, was jetzt hier nebenbei geschehen ist. Und zwar in der normalen Grafikansicht, das ist hier also die normale Grafikansicht, wie man hier an der Überschrift erkennen kann, wird alles das dargestellt, was auch in der 3D-Ansicht in der Ebene liegt. Das ist ja gerade, sind ja gerade die Punkte A, B und C. Moment, wo haben wir das? Ja, hier. A, B, C haben jeweils die die Z-Koordinate 0. Deshalb liegen sie in der Ebene und sind hier also auch zu sehen. Wem das hier stört, der macht einfach die Grafik an sich zu und kann zum Beispiel das ganze Fenster ein bisschen kleiner machen, sieht aber immer noch die Punkte. Ja, hier sieht man auch unter anderem, dass das Ganze nicht ganz übersetzt ist, also eben noch nicht fertig ist. Also die Strecken oder die Kanten sind noch nicht richtig übersetzt. Aber das Ganze funktioniert an sich schon. Was man auch jetzt hier schon erkennen kann, es wurde für die 3D-Darstellung ein Grafiktreiber verwendet, der also automatisch versteckte oder verdeckte Linien, in diesem Fall allerdings bei Transparenz, liniert zeigt. Ich kann jetzt mal zum Beispiel dieses Dreieck, bei diesem Dreieck die Eigenschaften ändern und nicht nur vielleicht auch die Farbe mal ändern, sondern auch die Deckkraft. Und wenn ich sie auf 100% setze, sehe ich zum Beispiel, dass es also nicht durchsichtig ist. Das funktioniert eigentlich wirklich sehr gut. Ich kann allerdings auch festlegen, dass zum Beispiel eine Linie, die ich einzeichne, trotzdem sie zum Beispiel verdeckt ist oder teilweise verdeckt ist, auch immer mit einer durchgehenden Linie gezeichnet wird. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn ich Schnittlinien habe. Die werden teilweise gestrichelt gezeichnet, obwohl sie eigentlich sichtbar sind. Ich möchte nochmal zusätzlich, um diese Sichtbarkeit zu verdeutlichen, eine Gerade einzeichnen. Hier sieht man jetzt eigentlich den Unterschied. Undurchsichtig, teilweise durchsichtig. Und wenn man das Ganze nach oben ziehen, kann man hier also das auch nochmal schön erkennen, weil da der Unterschied ist. So, es gibt inzwischen schon ein paar Befehle, die funktionieren. Wenn Sie das ausprobieren, schauen Sie sich einfach mal diese ganzen Befehle an. Zum Beispiel auch Ebenen. Da möchte ich vielleicht gerade mal was zeigen. Ich zeichne jetzt einfach mal eine Ebene. Man kann übrigens auch, wenn man den Cursor bewegt, gut erkennen, wie die verschiedenen Objekte erkannt werden. Also zum Beispiel die Fläche, da passt sich das Ganze an. Ich zeichne jetzt mal hier eine Ebene einfach ein. In der Normaldarstellung wird die Ebene einfach als Rechteck dargestellt. Da gibt es aber noch eine andere Darstellungsart, die ich Ihnen zeigen möchte. Wenn Sie, ohne dass vorher ein Objekt aktiviert wurde, rechts draufklicken auf die Zeichenfläche, auf die Grafik-3D-Fläche, erscheint hier ein kleines Kontextmenü. Und wenn ich auf Grafik gehe, erscheint das Einstellungsmenü, wo ich also alles einstellen kann, unter anderem auch für Grafik-3D. Hier kann ich zum Beispiel zur Projektion Einstellung vornehmen. Oder, und das wollte ich jetzt demonstrieren, das sogenannte Clipping. Nochmal kurz zurück. Die Gerade wird ja, oder die Ebene wird jetzt hier so dargestellt, dass sie als Rechteck dargestellt wird. Wem das nicht so gefällt und sage, ich möchte gerne sehen, wie die Gerade liegt, in dem Sinne, dass ich zum Beispiel das Ganze auf eine Box begrenze, dann kann ich hier das Clipping verwenden. Man hat gerade im Hintergrund gesehen, dass sich was verändert hat. Und ich kann das Ganze eben hier in Form eines, einer Box darstellen und diese Box in der Größe auch zum Beispiel reduzieren, weil normalerweise ist es so, beim Zoom wird die Ansicht ja angepasst und so habe ich eine etwas verkleinerte Ansicht. So, das war der erste Teil, einfach zur Bedienung und die Einstellung anzuändern.
die Ansicht einzustellen.